Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier wieder im Kreißsaal im Krankenhaus Neuwerk. Mein Name ist Ralf Dürselen, ich bin Chefarzt der Frauenklinik. Neben mir sitzt unsere leitende Hebamme Kerstin Kuttner, die mit mir gemeinsam diese Kreißsaalführung macht, heute die richtige Gebärposition finden. Typisches Thema für einen Chefarzt. Aber ich möchte Ihnen etwas über unsere Philosophie in der Geburtshilfe sagen. Wir sind ein motiviertes Team und machen eine Geburtshilfe mit Herz. Wir stellen uns auf Ihre Wünsche ein, wir sind individuell und wir machen einen guten Job und ich bin froh und stolz, Chefarzt eines solchen Teams zu sein. Geburtshilfe ist Teamarbeit, ohne Frage, und das Team wird unterstützt durch die Kinderärzte, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche da sind, und durch die Anästhesisten. Und von daher haben wir uns auf Corona gut eingestellt, sind durch die Phase gut durchgekommen, machen aber weiterhin Online-Kreißsaalführungen. Die nächste am 16. Juli, Wochenstation Check-in bis zur Stillberatung, dann am 5. August digitale Hebammensprechstunde, am 20. August Tipps vom Kinderarzt, die erste Woche mit dem Baby und am 2. September Stillen oder Flaschenfütterung. Und jetzt ein Thema, was weiter durchgeführt wird von unserer Frau Kuttner. Aber nicht vergessen darf ich, wir sind verlinkt. Alle Kreißsaalführungen, die wir bis jetzt online-mäßig gemacht haben, sind auf unserer Homepage www.kh-neuwerk.de. Dort können Sie auch einen Imagefilm sehen. Wir können nämlich heute nur in diesem Kreißsaal die Gebärposition zeigen, weil die anderen Kreißsäle mal wieder besetzt sind, weil wir häufig frequentiert sind, und von daher schauen Sie sich die Filme an, da sind alle Informationen. Wenn Sie dennoch Fragen haben, rufen Sie uns an. Und ich wünsche Ihnen eine tolle weitere Schwangerschaft, ein tolles Geburtserlebnis, hoffentlich in unseren Räumen, bei uns im Krankenhaus sehen wir uns wieder. Bis dahin alles Gute. Ihr Auditorium. Jetzt bin ich dran. Hallo erstmal zusammen. Für die einen oder anderen, wir haben uns ja vor 2 Wochen, glaube ich, das letzte Mal gesehen, und da habe ich schon angekündigt, dass es heute darum geht, wie kann ich vielleicht durch gewisse Positionen meine Geburt beeinflussen, positiv vor allem beeinflussen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen verschiedenen Gebärhaltungen? Auch dazu kommen wir. Dann werde ich so ein paar Sachen zeigen, mit denen man tatsächlich arbeiten kann. Denn nicht nur so ein Kreisbett, so wie es hier steht, ist ein Bett, wo man drin liegen kann, sondern mit den Kreisbetten kann man ordentlich arbeiten. Dafür sind sie tatsächlich auch konzipiert worden. Und das möchte ich Ihnen alles heute so ein bisschen mal vorstellen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die direkt stellen. Unser Oberarzt, der Dr. Merkelbach, der ist im Hintergrund online-mäßig mit Ihnen vernetzt und wird Ihnen diese Fragen sofort beantworten. Ich sitze auf dem Bett, ich störe in diesem Sinne. Ich würde Sie auch einladen, Sie können die Gebärposition vormachen, aber ich kann das noch gar nicht. Ich glaube, den können Sie besser. Okay, also, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt mal dazu, was eigentlich wichtig ist. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, wann muss ich eigentlich in die Klinik, da waren wir halt bei Wehen beginnen, wann fangen Wehen an, welche Frequenz sollten Wehen haben, Blasensprung, Blutung, all das haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Und jetzt setzen wir genau da an, wo wir so eine Lücke gemacht haben beim letzten Mal. Das war nämlich dann der Ablauf hier in den Kreißsälen. Was ist eigentlich, wenn ich so mit Wehen komme, wie sollte ich mich da verhalten, dass das auch ganz gut so weiterläuft? Und das Wichtigste ist eigentlich, das, worauf wir als Hebammen immer so ein bisschen pochen, ist, dass sie in Bewegung bleiben. Also gerade am Anfang der Geburt ist aufrecht sein für uns immer recht wichtig. Natürlich, das Wichtigste ist, dass vorweg, dass es Positionen gibt oder auch Abläufe gibt, die für sie gut sind. Also da, wo sie sich wohlfühlen, und deswegen sollten sie auch das ein oder andere mal ausprobieren, weil je nach Geburtsphase tatsächlich sich auch mal so eine Situation ändern kann. Da, wo Sie sich wohlfühlen und wo Sie sagen, gut, damit komme ich jetzt gut zurecht, dann ist das auch die richtige Position für Sie in dem Moment. Wie gesagt, das kann sich dann nochmal ändern. Aber dennoch sind wir so ein bisschen hinterher, dass Sie aufrecht bleiben. Ich erkläre Ihnen auch, warum das so ist. Gerade das Laufen oder das Bewegen in aufrechter Position
hat einmal damit zu tun, dass man Wehen so ein bisschen gleichmäßig macht, anregt. Dann sagt jetzt die eine oder andere, okay, wenn ich schon Wehen habe, will ich sie nicht noch anregen, aber dass sie tatsächlich in dem Tonus bleiben, dass wir auch einen Fortschritt haben, weil leider ist es ja nun mal so, dass die Geburt nur dann fortschreitet, wenn man auch Wehen hat, also wenn sich da einfach auch was bewegt. Und deswegen ist Bewegung, wenn sie sich bewegen, reibt das immer an der Gebärmutter durch diese Bewegung und dadurch stimuliert man halt die Gebärmutter. Zusätzlich ist es so, dass wenn sie sich bewegen, sie natürlich auch ihr Becken bewegen. Und das ist so eine Schaukelbewegung, die gerade auch am Anfang für das Baby wichtig ist, damit das Baby im Prinzip vom Köpfchen her immer so ein bisschen Richtung Becken und Beckeneingang und in den Beckeneingang geschaukelt wird und sich somit viel besser einstellen kann und vielleicht nicht gerade so eine Position einnimmt, die wir dann unter der Geburt vielleicht nicht haben wollen. Also das Köpfchen sollte eine gewisse Einstellung haben und das kann es viel besser, indem es so ganz langsam, sanft immer wieder so ein bisschen reingeschaukelt wird. Zudem ist es natürlich auch nochmal die Schwerkraft, die bei der aufrechten Position mitwirkt. Die Schwerkraft, die das Baby natürlich in Richtung Boden bewegt und somit die Kraft oder das Gewicht des Babys, des Kopfes, auf den Muttermund drückt. Und dadurch geht der Muttermund natürlich besser auf. Also Sie sehen, Sie haben so drei Bereiche, die letztendlich in der Bewegung und auch in der aufrechten Haltung für uns recht wichtig sind. Und aufrechte Haltung ist halt nicht nur das Laufen, also das könnte man natürlich sagen, okay, so eine Geburt kann ja schon mal ein paar Stunden dauern, muss ich jetzt 15 Stunden oder 12 oder 10 laufen, das ist natürlich anstrengend, keine Frage. Nein, das müssen wir natürlich nicht. Zu den anderen Positionen kommen wir gleich. Aufrecht ist ja auch das, was ich hier gerade mache. Also das Sitzen ist ja auch eine aufrechte Position. Also in Bewegung bleiben, das ist eigentlich so das Stichwort, wo wir auch so ein bisschen den Weg mit Ihnen suchen werden. Und sicherlich mit Ihnen auch ins Gespräch kommen und immer mal auch Vorschläge machen, vielleicht auch mal eine andere Position auszuprobieren, vielleicht um das Baby in der Lage etwas zu beeinflussen, auch das gibt es durchaus, dass man sagt, okay, probieren Sie mal das oder jenes aus, das wäre fürs Baby vielleicht günstig. Somit finden Sie so ein bisschen Ihren Weg und das Baby dann natürlich auch. Gut, dann kommen wir mal zum bisschen Praktischen. Also ich zeige Ihnen jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die tatsächlich auch wichtig sind, wo Sie das ein bisschen beeinflussen können. Also wir sprachen ja gerade vom Aufrechtsein und dabei bleiben wir erstmal am Anfang. Das sind die Fragen für gleich. Das Kreisbett. Das Kreisbett ist tatsächlich nicht nur da, damit man sich reinlegen kann. Klar, man kann sich auch in das Kreisbett legen und durchaus gibt es auch Situationen unter der Geburt und auch in den einzelnen Geburtsphasen, wo Sie vielleicht mal ein bisschen Ruhe haben möchten oder entspannen möchten oder tatsächlich sich mal ein bisschen erholen wollen, auch dann können Sie natürlich liegen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber diese Betten sind dazu da, und zwar vielleicht was für die Männer. Wenn ich jetzt sage, laufen Sie ruhig ein bisschen, dabei schockeln Sie Ihr Kind so ein bisschen in die Gebärmutter, ins Becken, dann sagen Sie, naja, was mache ich denn, wenn ich unterwegs bin und ich bekomme eine Wehe? Dann müssen Sie natürlich eine Pause machen. Mit Wehen laufen, das ist ein bisschen anstrengend. Dann sage ich immer zu den Männern, damit sie sich tatsächlich ein bisschen in der Wehe abstützen können, weil das ist wichtig, dass sie ihr Gewicht im Prinzip woanders ablassen können, weil sie haben schon genug mit der Wehe zu tun. Da können die Männer sich so auf ihre Knie stützen, sieht man vielleicht so, und sie können sich auf den Rücken ihres Mannes so ein bisschen ablegen. So, wenn ich jetzt Ihnen gerade gesagt habe, so eine Geburt kann mal 15 Stunden dauern, dann sagt ihr Mann, danach brauche ich einen Orthopäden. Also das hält der Mann natürlich nicht so lange aus. Deswegen kommen wir mal zu dem Bett. Haben wir das Bett und diese Betten sind konzipiert, dass sie damit arbeiten können tatsächlich. Dieses Bett geht sehr hoch. Also für jede Größe, für jede Frau, ob klein oder groß, kann man mit diesem Bett arbeiten. Machen wir mal, bis es ganz oben ist. Sie merken, das ist schon sehr hoch. Für mich wäre das schon zu hoch, aber ich bin jetzt auch nicht die Größte, unter uns mal gesagt. Sie können sich also tatsächlich auf diesem Bett abstützen, entweder mit den Händen oder mit den Ellenbogen. Das Wichtige ist halt immer, dass Sie tatsächlich im Becken ein bisschen locker bleiben und in die Knie gehen. Demnach ist das schon ein bisschen zu hoch für mich. Ne?
aber dass Sie da im Prinzip Ihren Mann mal entlasten können. Sie können also Ihr Gewicht im Prinzip auf diesem Bett ablegen, egal wie groß Sie sind. Und Ihr Mann kann sich nach oben fahren lassen oder er kann Ihnen vielleicht hinten ein bisschen den Rücken massieren oder Sie ansonsten so ein bisschen versorgen, umsorgen, wenn Sie das möchten. Da muss er letztendlich nicht das Gewicht tragen. So, jetzt machen wir es nochmal runter. Also, man kann gut stehen an den Kreiselbetten und kann so ein bisschen einfach in der aufrechten Position bleiben. Was kann man noch mit den Betten machen? Wie Sie sehen, kann man dieses Teil hier auch hoch und runter stellen. Man kann nämlich sitzen in dem Kreisbett. Einmal so, oder Sie wollen vielleicht die Beine lieber anstellen. Dann kann man die Füße hier gegenstellen. Sie sitzen und haben die Füße hier gegengestellt, können also auch ein bisschen Gewicht ausüben. Oder wir machen es einfach mal ganz runter, dann ist es tatsächlich wie so ein Stuhl. Jetzt sehen Sie hier noch einen Bügel. Der ist variabel. Also Sie sehen, dass Sie mit diesem Bügel auch einige Dinge tun können. Entweder Sie sitzen hier und können sich hier festhalten, oder aber Sie können hier auch stehen mit einem Bein zum Beispiel auf dem Bett und sich hier drauflehnen. Also dieser Bügel ist tatsächlich sehr variabel. Sie können ihn also in vielen Situationen einsetzen. Sie können hier auch mit den Knien in so einer Art Vierfüßlerstand sein und sich hier drüber legen über den Bügel. Den kann man noch ein bisschen weiter runter machen. Auch das können Sie tatsächlich machen. Also Sie sehen, das Bett ist für alle Situationen gut ausgerüstet. Und wenn Sie es gar nicht brauchen, dann machen wir es einfach noch weg. Dann haben Sie noch mehr Platz im Kreißsaal. Dann können Sie sich ja austoben. Es gibt ja durchaus auch Frauen, die gerne laut Musik unter der Geburt hören und tatsächlich in der Wehenpause ein bisschen tanzen. Das können Sie gerne machen, ich mache Ihnen das Bett weg. Dann haben Sie Platz zum Tanzen, wie Sie gerne möchten. Gut, kommen wir noch zu einer anderen Situation. Mal vom Tanzen gesehen. Der Petsi-Ball, den kennen Sie mit Sicherheit, auch aus den Geburtsvorbereitungskursen oder aus dem Internet oder woher auch immer. Ich setze dich mal drauf, der ist sehr bequem. Das ist eine Position, auch das Aufrechte, in Sitzposition, wo Sie zum einen Ihren Beckenboden etwas entlasten, weil der Druck auf dem Beckenboden ist mit Wehen schon relativ groß. Das ist weich, das gibt nach und Sie können halt so ein bisschen variieren, entweder können Sie das Becken kreisen oder drauf hopsen, wie auch immer. Also Sie sind beweglich auf diesem Ball. Das ist halt das Wichtige. Das habe ich hier auf diesem Hocker zum Beispiel nicht. Ja, also wenn ich auf dem Stuhl sitze, habe ich keine Beweglichkeit für mein Becken und kann das wenig schaukeln. Das kann ich hier wunderbar. Jetzt sehen Sie da noch so einen netten Gebärstuhl. Sie kennen vielleicht Gebärhocker. Da gibt es nur dieses Teil. Jetzt gehen wir mal erstmal nicht auf den Gebärhocker ein, weil das kommt wirklich erst am Schluss. Das hier kann ich auch rausnehmen. Ich kann den Petsi-Ball hier in diese Aussparung stellen und dann haben Sie eine Einheit. Sie können also hier schön auf dem Petsi-Ball sitzen. Ihr Mann hinten kann Sie so ein bisschen massieren, ein bisschen den Rücken massieren, da wo es vielleicht ein bisschen wo es unangenehmer ist, wo es weh tut. Und Sie können sich hier vorne auch noch festhalten. Und diese ganze Einheit ist stabil und in sich zusammen. Also Sie können im Prinzip da nicht runterrutschen oder kullern oder wie auch immer oder Ihr Mann rutscht weg, Sie sind eine Einheit. Das ist eigentlich sehr schön. Sie können sich auch in der Wehenpause so ein bisschen an Ihren Mann anlehnen, dass Sie da so ein bisschen Erholung haben und Entspannung haben. Und in der Wehe kann er Ihnen halt den Rücken massieren und Sie veratmen die Wehe auf dem Petsi-Ball. Das Ding ist tatsächlich nur zum Entbinden da. Das ist der Gebärstuhl, ja, der Gebärhocker, wenn man das Ding nur einzeln nimmt. Sie sehen, da ist eine Aussparung und durch diese Aussparung wird dann tatsächlich das Baby schlüpfen. Und da das jetzt nicht so bequem ist, ich werde das jetzt auch nicht vormachen, sitzt man da tatsächlich nur drauf, wenn das Baby kommt. Also Sie sehen, all das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, an Aufrechtsein, ob Sie hocken oder ob Sie
also sitzen auf dem Ball, auf dem Bett oder ob sie im Vierfüßerstand sind, also die Knie vorne haben, hier vorne auf dem Bett haben und sich auf den Armen lehnen, entweder auf den Händen oder auf den Ellenbogen, oder ob sie im Stehen sind. All das fördert natürlich eine unkomplizierte Geburt, sage ich mal, dadurch, dass sie aktiv ein bisschen den Geburtsverlauf beeinflussen können. Also trauen Sie sich ruhig aktiv zu sein. Wenn das irgendwann nicht mehr geht, also kann ja durchaus sein, dass Sie sagen, so jetzt ich brauche mal eine Pause, ich möchte mich mal hinlegen, ist das auch kein Thema. Denn auch in der liegenden Position kann man so ein bisschen das Becken bewegen, da kann man halt auch so ein bisschen durch Massagen was machen. Und dann guckt man einfach wieder, ob man dann vielleicht nochmal auf den Ball geht. Was auch immer ganz gut ist, ist natürlich die Wanne zwischendurch. Das ist zwar jetzt nicht wirklich aufrecht, aber es ist nochmal, Sie fühlen sich leichter im Wasser. Warmes Wasser lindert zum Beispiel Schmerzen. Demnach ist die Wanne ja auch so, oder das Element Wasser so in der Geburtshilfe angekommen vor vielen, vielen Jahrzehnten oder sogar noch länger. Sie können da wirklich eine Zeit lang im Wasser bleiben, haben weniger Schmerzen und fühlen sich zudem auch noch leichter. Sie können sich also schon immer in dem Wasser ein bisschen hin und her bewegen, das auch nicht unterschätzen. Also die Bewegung macht es. Einfach mal zwischendurch die Situation ändern, mal was anderes ausprobieren. Das ist eigentlich ganz wichtig, weil dann peu à peu schaukeln Sie Ihr Baby nach unten, der Muttermund durch den Druck geht auch gut auf. Und irgendwann sitzen Sie vielleicht da oder Sie bleiben stehen und entbinden im Stehen, das geht durchaus. Oder im Vierfüßlerstand, also Knie, Ellbogen oder Handlage. Vielleicht die eine oder andere, die dann sagt, okay, das ist jetzt mir alles zu anstrengend, dann vielleicht sich ins Bett legt, auf die Seite legt, auch das geht. Also eigentlich ist fast alles möglich. Sie können auch sich bei Ihrem Mann, wenn Ihr Mann Sie so hält, ich mache das jetzt mal so vor, ne, so, und Sie hier in den Armen sich richtig auf Ihren Mann ablassen lassen, auch so können Sie entbinden. Ja, also es gibt viele Wege, das Einzige, was nicht geht, ist der Kopfstand, aber alles andere können Sie gerne ausprobieren und für alles andere geben wir Ihnen auch Tipps, wie Sie sich so ein bisschen verhalten können. Oder was vielleicht jetzt ganz günstig ist. Manchmal muss man auch tatsächlich eine Position einnehmen, damit sich das Köpfchen richtig bewegt, aber das besprechen wir dann alles. Also immer so ein bisschen Gedanken machen, gucken, was kann ich mit den Wehen alles machen, wo tut es mir gut, ausprobieren, offen sein. So können Sie Ihre Geburt tatsächlich auch so ein bisschen mitgestalten. Und wie gesagt, und wenn es halt die Geburt ist, wo Sie sagen, ich mache die Musik laut, überlegen sich halt nur, welche Musik. Gut, man kann auch auf Heavy Metal tanzen, glaube ich. Aber vielleicht wählen Sie was, wo Sie wirklich drauf tanzen können. Das Becken bewegen, also einfach die Bewegung als solches. Und wenn es das Tanzen ist, wenn Sie durch Ihre Geburt tanzen, auch das ist tatsächlich schon passiert. Passiert nicht so oft, keine Frage. Aber wir machen alles mit. Ja, also das ist im Prinzip das, was ich Ihnen heute sagen wollte, was es alles für Möglichkeiten gibt, die Sie tatsächlich ausprobieren können und wo Sie gucken können, wo Ihr Weg entlangläuft, weil es ist Ihre Geburt. Wir gehen mit Ihnen den Weg mit, wir gucken mal, was wir Ihnen so anbieten können, was vielleicht für Sie passt oder wir probieren es einfach aus zusammen und dann werden wir mal sehen, in welcher Position letztendlich Ihr Baby zur Welt kommt. Und werden das dann schon gemeinsam meistern. Dann würde ich ganz gerne jetzt noch auf die Fragen eingehen, die Sie mir gestellt haben. Ich hole mal Ihnen den Zettel, weil auswendig weiß ich sie leider nicht. Dazu, glaube ich, können wir uns mal setzen. So, da war einmal die Frage, darf der Mann das Neugeborene auf jedem Weg, der von der Mama wegführt, begleiten? Ja, darf er. Das heißt, welchen Weg stelle ich mir da vor? Also, entweder unter der Geburt sieht man vielleicht, das Baby kommt doch nicht so zur Welt. Es gibt einen Grund, warum man sagen muss, man muss vielleicht jetzt einen Kaiserschnitt machen.
Zum einen kann der Mann in den meisten Fällen mit in den OP und zum anderen, wenn dann das Kind, wir Hebammen, wir nehmen das Kind entgegen, gehen erstmal hier raus mit dem Baby, um es trocken zu machen, weil der OP immer natürlich ein bisschen kühler ist als hier, dann kriegt es warme Handtücherchen um und dann kommt es wieder rein, aber auch in der Zeit kann er ruhig mit uns kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Was ist, wenn das Baby, wenn es dem Baby vielleicht mal nicht gut geht nach der Geburt oder wenn das vielleicht zu früh geboren wird? Und es muss vielleicht mit den Kinderärzten mit. Das kann ja durchaus auch passieren. Auch dann nehmen die Kinderärzte erstmal das Baby mit, machen es trocken, gucken es sich kurz an und dann können sie auf jeden Fall sofort mit zum Baby und auch gucken, die Kinderärzte sind da offen, die zeigen ihnen, was sie alles machen und wie das da abläuft auf der Kinderintensivstation. Das ist überhaupt kein Problem. Also überall da, wo sie nicht mit können, kann ihr Mann mit. Was anderes würde mir jetzt tatsächlich gar nicht einfallen. Auf der Station ist es genauso, also wenn Sie jetzt vielleicht mal irgendwie vom Kreislauf her oder keine Ahnung, vielleicht nicht mit können, dann kann Ihr Mann auf jeden Fall mit. Das ist überhaupt kein Thema. So, dann gibt es noch einige Kliniken, erlauben keine Bezugsperson. Wiederum andere erwarten, dass die Werdenmutter während der Entbindung eine Maske trägt. Ich mache jetzt erstmal die zwei Fragen, weil ich glaube, das sind mehr in einem. Wir erlauben definitiv die Bezugsperson, bleiben wir mal bei dem Wort, ob es der Ehemann ist oder eine Freundin oder die Oma, wie auch immer, aber tatsächlich nur eine Person. Das ist der Knackpunkt im Moment. Wir machen das die ganze Zeit über, eine Person, das heißt, wenn Sie mit wehen kommen, dann kann auch diese Person schon dabei sein. Also nicht erst, wenn das Baby geboren wird. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, das kann durchaus mal ein bisschen länger dauern. Nein, nicht erst, wenn das Baby geboren wird, sondern die ganze Phase brauchen wir auch die Bezugsperson. Warum ist eigentlich die Bezugsperson so wichtig? Für Sie und für uns ist die Bezugsperson wichtig, weil das ist im Prinzip so ein bisschen so ein Bindeglied. Also erstens haben Sie jemanden dabei, auf den Sie sich verlassen können, den Sie kennen, wo Sie sich auch wirklich fallen lassen können. Wir sind so eine kleine Randfigur. Wir haben ja auch immer mal so ein paar Fragen oder wollen was mit Ihnen ausprobieren. Und dann ist es immer ganz schön, das sieht man auch ganz oft bei Paaren, dass die Frau dann, wenn gerade eine Wehe kommt, der Blick geht zum Mann und der Mann beantwortet uns die Frage. Also es ist halt wichtig, einfach jemanden da zu haben, den man gut kennt, weil gut, wir kennen uns vielleicht jetzt von diesem Live-Chat hier, aber richtig kennt man sich ja tatsächlich nicht. Wenn Sie hierher kommen, wir sind einige Hebammen und das ist schön, wenn man einfach jemanden dabei hat, und zwar die ganze Zeit. Und sicherlich haben wir auch keine Zeit, mit Ihnen vielleicht mal durchs Treppenhaus zu laufen, wenn man ein bisschen laufen sollte oder muss. Demnach ist es ganz schön, wenn Sie jemanden dabei haben. Und das können Sie tatsächlich die ganze Zeit. Nein, Sie müssen bei der Entbindung keine Maske tragen, bitte. Also da kriegen Sie keine Luft, glaube ich, weil Sie atmen eh schon viel kräftiger als im normalen Leben. Also das ist schon ein bisschen wie Sport treiben einfach. Und nein, da brauchen Sie keine Maske tragen. Klar, auf den Gängen, wenn Sie jetzt zur Aufnahme kommen oder so, bis Sie hier oben sind, Maske aufziehen. Aber ansonsten, wir tragen Masken, klar, im Dienst sowieso. Aber Sie brauchen keine tragen. Und darf der Partner mit in den Kreis sein? Ja, das hatte ich, glaube ich, gerade beantwortet, auf jeden Fall, und zwar die ganze Zeit. Das wäre die nächste Frage, wenn ja, die gesamte Zeit oder erst später. Nein, die ganze Zeit. Also das ist uns auch wichtig. Wir haben ja auch Besuchsregeln, jetzt durch Corona natürlich im Krankenhaus. Wenn das Baby da ist, haben wir die auf der Wochenstation sehr gelockert. Also der Vater darf auch länger als eine Stunde zu uns kommen und muss auch nicht zu einer vereinbarten Zeit hier sein, weil wir haben gesagt, das Baby ist einfach die Ausnahme. Nur weitere Besuche bitte dann erst zu Hause. Wenn man eingeleitet werden muss, soll man sich vor im Kreißsaal melden oder einfach kommen? Kommen Sie einfach vorbei. Wir sind ja sowieso hier. Es wäre ganz schön, wenn es vielleicht eher der Vormittag wäre, vielleicht so gegen 9 Uhr, sowas um den Dreh. Dann können wir nochmal gucken, wie ist das mit der Einleitung, was für ein Grund besteht genau. Und dann hat man einfach zum Abend hin auch erstmal so ein bisschen Zeit, so eine Einleitung, sag ich mal, zu platzieren und zu gucken, wie reagieren Sie auf bestimmte Medikamente.
wenn sie abends um 6 erst zur Aufnahme kommen würden, hätte man halt bis in die Nacht nicht mehr so viel Spielraum. Aber sie müssen nicht vorher Bescheid sagen. Wir sind das ja gewöhnt, dass Frauen nicht wissen, wann wen beginnen, und somit ist das mit der Einleitung genau das Gleiche. Fährt das Storchentaxi nur in Mönchengladbach oder auch bis nach Krefeld? Das Storchentaxi fährt 25 Kilometer von hier. Und wir hatten sogar auch schon eine Patientin, die tatsächlich aus Venlo kam. Die hat die Diskrepanz einfach selber bezahlt und den Rest dann das Krankenhaus. Ja, also Krefeld ist mit drin. Kann man in der Badewanne entbinden und wenn ja, auch mit PDA? Ja, man kann in der Badewanne entbinden. Nein, nicht mit PDA. Wenn ich Ihnen aber vorhin erzählt habe, dass das warme Wasser Schmerzen lindert, brauchen Sie vielleicht keine PDA. Fragezeichen. Nee, mit PDA leider nicht, weil das muss ordentlich steril bleiben und das ist verpflastert und oft ist es auch so, man kann zwar gut stehen mit der PDA, auch ein paar Schritte gehen, aber es kann schon mal sein, dass das eine Bein vielleicht ein bisschen tauber ist als das andere Bein. Und wir müssen ja immer noch die Fähigkeit haben, dass sie gut aus der Badewanne herauskommen. Das geht leider mit PDA tatsächlich nicht. Ja, die nächste Frage, die letzte war auch wieder, muss man mit Maske entbinden? Nein, bloß nicht. Keine Maskenpflicht, für Sie auf jeden Fall nicht im Kreißsaal. Für uns schon. Aber wir entbinden auch nicht. Ja, ich glaube, das waren alle Fragen und ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen den Kreißsaal und Ihre Entbindung näher gebracht. Keine Angst davor, das ist kein Hexenwerk. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie demnächst hier sehen würde und Sie einfach zu uns kommen. Bis dann. Alles Gute, bis dahin.